Hallöchen, Popöchen. Hallöchen, ja, und jetzt nochmal unabgeschnitten. Willkommen damit zurück zu City Skylines. Ja, kommen wir umarmen unsere Zuschauer erstmal wie dieses. Handherz. Warte, für Handherz müssten wir aber ein bisschen weiter nach rechts. So, der. Machst du jetzt der ernsthaft ein Handherz hin? Ja, mehr oder weniger. Handherz. Oh, auf die andere Seite aber auch. Ja, wenn schon, denn schon. So Symmetrie und so. Fast eine ungültige Form. Ja. Was ist ja süß. Was kommt da dahin? Keine Ahnung. Wieder so kleine Shoppies. Kleine Shoppies. So einen kleinen Shoppy. Also, und einen kleinen Park. In die Mitte ein Shoppy. Warte mal, wie sieht denn so die Parkauslastung? Oh, die sind sehr zufrieden mit Parks. Sie brauchen eigentlich nichts. Wenn dann eher was für die regionale kleine Auslastung und dann hier was für die Menschen. Die ja. Menschen. Ach, die wollen eigentlich auch shoppen gehen, ne? Ja, sonst hat hier so einen kleinen Marktplatz machen, so. Süß. Da muss ein Shop hin, da muss ein Zweier-Shop hin und da kommt so ein Dreier-Shop hin. So, das ist schon süß. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Straßenbahn eingliedert haben, wieder sehr schlecht. Guck mal, die Shops entwickeln sich aber schnell. Das ist okay. Oh, da wachsen Bäume. Da sind gerade Bäume gewachsen. Okay. Was ich kurz machen werde, ist dieser Bahn eine... Sorry. Warum hat die Bahn jetzt eine Ampel? Ja, damit die wartet. Das ist meine manuelle Abstandskontrolle. Ach so. Ja, gut, mehr oder weniger erfolgreich. Hat nicht geklappt, ich sehe schon. Ja, die fährt direkt auf die auf, das ist mega useless. Hm. Ja, die ist doof. Da steht doch aber wieder Menschen. Ja, gut, die kann so ein bisschen aufräumen. Genau. Ja. So, okay. Was haben wir denn noch so? Oh, vielleicht hat es wieder beim Stadion People. Tote Menschen. Ach so, Stadion. Genau, im letzten Spiel übrigens alle... Jetzt habe ich das Spiel schon wieder verpasst. Was ist das? Ist mir hier, mark the date. Mark das Datum. Sorry. Wollen die euch jetzt ein bisschen mehr blechen lassen oder reicht das? Nee, die sollen schön zu einem Stadion kommen. Ja, ja. Also am 1.6. nächsten Jahres. Guck mal, da kommen sogar Touristen. Die kommen eigentlich echt sogar tatsächlich auch nicht schlecht. Geil. Wir können das hier sich trotzdem auf, how about, sie keine Kunden haben. Wir werden hier jetzt noch weiter erweitern. Oh ja, wir bauen hier jetzt Monumente hin. Das würde ich so lassen. Da machen wir jetzt einfach nur ein bisschen... So langsam kriegen wir auch mehr Leute, als dass sie uns wegsterben. Ganz ehrlich, weißt du, was ich gedacht habe, was du sagst? So langsam kriegen wir auch Hunger. Ja, das auch. Das war das, was ich... das war irgendwie so das, was ich damit assoziiert habe. Ja, ich krieg auch langsam so wieder so ein kleines Hüngerchen. Wir haben heute so ein bisschen komisches Essverhalten. Echt? Was? Wir doch nicht. Guck mal, deine Lieblingsbäume. Ja. Und meine Lieblingsbäume. Die können übrigens noch in unseren Schnabisteiner Forst. Das Ach so. Sind viel zu wenig Apropos Bäume. Apropos Schnabisteiner Forst. Scheiße, da oben schon wieder, ey. Ja, die Ausfahrt ist nicht ganz so performant, gell? Ja, ist halt immer so. Ah, die gehen auch wieder so weit nach links? Dann lass die doch sich auf drei Spuren verteilen, Josh. Ja, das kann ich da mal machen, wenn es stört. Die ist jetzt halt durch ihre enge Bauform nicht ganz so als Ausfahrt geeignet. Aber das ist noch in Ordnung. Weil hier passiert nicht so viel. Hier wird nicht viel mehr sein. Das heißt, das ist jetzt quasi Ende der Fahnenstange. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt mal um den Schnabisteiner Forst kümmern? Okay, nur dass hier kein Stau ist. Ganz wichtig. Ja. Schnabisteiner da Forst. Da sind jetzt kaum Bäume. Und wir haben vor allem schon wieder die neue Stufe. Oh. Das ist fast noch wichtiger, weil damit wir immer die Gebäude weiter ausweiten können. Angelhütte haben wir leider keine. War okay. Natürlich schade. Wir haben leider keinen Fluss. Dafür können wir eine Jagdhütte machen, wegen Wald. Jagen finde ich zwar doof, aber die ist auch nur Deko, ne? Und Jagdhütte 2 kann man in einem Wald platzieren. Wir können einen gell? Kleinen Weg machen, der so da so runter geht. Einen kleinen Weg. Ja, der. Der da so Richtung... Der dahin da, geht. Dahin geht und da können wir die zweite Jagdhütte da machen. Da rein. Nein, so in Kurven, so in der kleinen Kurve. So? Nee, nach links. So nach links, so ein bisschen ins Tal runter. Ans Tal? Ja, glaub, so, genau so. Nein, nicht parallel. Nee, der muss doch hier kurven. Nein, muss er nicht. Hä? Nicht so ganz. Nicht so hier, sondern so. So klein, genau. So und so und dann darunter. Genau. Hui, nicht so weit.
Da unten würde ich jetzt die Jagdhütte hinmachen. Okay. Das hier. So, Jagdhütte. So, am Ende der Straße. Ich hätte sie an den Berghang reingemacht. Ja, aber da wird hier der Berg weg. Nö, tut er nicht. Ich hätte die gerne am Berg. Da muss auch noch was anderes hin, damit wir mehr Unterhaltung haben. Zum Beispiel, was zum Gucken. Das ist ein Hochsitz vom Förster. Genau, das ist der Hochsitz vom Förster. Haben die genug Unterhaltung? Und ein Lagerfeuer kommt da auch hin. Hallo, damit wir haben uns auch genug Unterhaltung, aber wir können noch ein Lagerfeuer bauen. Ja. Was ist das letzte, was freigeschaltet wird? Können wir gleich mal gucken. Lagerfeuer steht 2. So. Direkt unterm Baum. Ja. Hm. So, was kriegen wir als letztes freigeschaltet? Bouldern. Möchte ich das überhaupt haben? Ist nein. Egal. Jetzt kann man ein bisschen Bäume da reinmachen. Und vor allem mal, das kostet Kohle. Ja. 5 Geld. Ja. Ja, der kostet noch 419. Da ist alles andere viel teurer. So. Bäume. Hier. Machen wir also die gesunde Mischung. Ja, und aufpassen. Mischung. Jetzt müssen wir ein bisschen reinzoomen, weil aufpassen, dass wir nachher nicht unsere schöne Aussicht auf den Berg kaputt machen. Also erstmal hier draußen auf jeden Fall. Ja, da draußen würde ich eher dunkle Bäume hinmachen. Weißt du, will ich jetzt einmal dir recht machen und so... So genauso, so außenrum und so... Oh. Und dann machst du so kleine Tupfen von den schwarzen Bäumen, machst du dann so, also in außen den ist Park so. Rein. Ja, kann man schon dicht machen. Ja, so. Genau. Und in den Wald also rein machst du so kleine so. Tupfen. Guck mal, damit man gar nicht sieht, dass es hier... Genau. Das hier aufhört. Genau, also außen machen wir es hier so. Okay, ich weiß, was du meinst. Und dann so immer so kleine Tupfen. Also da nicht unbedingt sondern so arg, sondern so auf die Seite, auf die bewaldete Hangseite hier. Und hier wohl so. Genau, da, weil die da sind so eintönig. So ein bisschen, ja. Ach, dunkle. Ja, dunkle. Dass ich wir so Tupfen Power haben. Baut immer einzeln. So. Ja, so, so genau so oder machen wir so gehäufte, halt. So. So oder wie? Richtig. So, und jetzt? Ja, hier können auch schon noch ein paar hin. Auch hier so, damit wir so einen Mischwald haben. Genau. So, schick. Und da können noch kleine Bäume und Büsche hin und ja, so genau, da machen wir so ein Bäume. Bisschen so, so, so. So. Und so ein bisschen so low. Das ist aber hässlich. Ich mag dieses Zeug nicht. Da kann man noch ein bisschen ausweiten. Ja, ne? Das ist schön. So, ich meine, das ist ja halt so, ne? Da kann ja, man sich ist ja ändern. So, und dann aber noch ein bisschen... So Buschis, ich mache da noch so Buschis. So kleine Büschelchen. So, Büschelchen, du kleine, ne? So, bist du mein ja. Kleines Büschelchen? Ja. Wie so Pickel. Ich glaube, da können wir die Pinselgröße mal weniger, mehr als einzeln machen. Weniger als einzeln. Doch, das passt schon so. So muss ja die Intensität so andere... ein bisschen... Es gibt ja nicht so viel andere, sind wir erst entweder Bäume. Ist doch nicht schlimm. Aber die will ich ja nicht haben. Nein, die sind ein bisschen künstlich. Ach, die sind doch ganz cool. Guck mal. Ach, die sind süß. Genau, cool. Da haben wir noch davon ein bisschen, damit es halt wirklich auch ein Forst ist. So, jetzt ist es der Forst. Ja. Der Forst. So, schau mal, wenn wir jetzt rauszoomen. Alter, Finder, da geht ja mega die Party ab hier. So, und jetzt, wie du von der Aussichtsplattform guckst, stellen wir uns mal auf die Aussichtsplattform. Und dann gucken wir mal von da nach darüber. Siehst du? Ist voll schön. Und ich habe die Grafik wieder hochgestellt. Ich habe mehr Arbeitsspeicher. Sorry. Wir können den Berg noch ein bisschen ausbauen. Ja, möchtest du das jetzt machen? Wir können auch was anderes jetzt machen. Ja, also, wir können es auf jeden Fall machen. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar weitere Ideen. Okay. Soll ich dir mal erzählen, damit du sie auch weißt, damit ich sie nicht vergesse? Möchtest du Wegweiser hinbauen? Nein, ich möchte, also das reicht mir für Ausgestaltung jetzt erstmal. Was ich cool finde, ist sowas wie den Mofi-Pfad zu wiederholen. Mhm. Wie macht man das denn? Haben wir das mal nachgeguckt? Nein. Dann machen wir das einfach beim nächsten. Also wir haben sehr hohe, geile Parks. Das ist schick. Ja. Wir geben uns ja auch Mühe mit den Parks. Ich weiß echt nicht, wo man das macht. Und ich würde gerne einen Touribus machen, der in Hafen City fährt. Ein Touristenbus. Weißt du, was ich meine? Dann machen wir doch den Touristenbus. Touren, das ist bei Touren. Das ist bei Touren. Ja, hab ich doch gesagt, irgendwo war doch was. Ja, da, ich hab's gefunden. Okay. Das muss jetzt dann, es startet auf jeden Fall halt am Anfang, weil... Ja, schon am Parkeingang, so. Hier? Ja. Okay. So, dann hält man da, weil hier cool ist. Genau, dann geht hält man da rein. Und dann da, geht man wieder weil raus. Cool ist, dann geht man wieder raus.
Ja, können wir nachher mal gucken. Ja, da oben ist halt nicht so... Laut City Skylines nicht. Laut City Skylines nicht. Ja, da gehen wir da trotzdem hin. Da so. Ja, der würde da langlaufen, der würde nur nicht halten dann dort. Dann zur Jagdhütte, wenn man möchte. Aber da nicht rein. Und da auch nicht. Aber da vorne wieder an dem Ding. Ja, das muss halt ein Rundweg sein. Da ist nochmal hier gehäuftes fancy Shit und dann machen wir... Perfekt. Budgetkontrolle, Abstandskontrolle, ist ja witzig. Und jetzt, wie nennen wir das Kind? Anreiz. Wow. Vier Leute sind den Mofi-Pfad gelaufen. Süß. Und wie nennen wir den durch den Forst? Schnabis Empfehlung des Hauses. Des Baumhauses. Aber irgendwie ist das nicht so sinnvoll, wenn ich ehrlich bin. Nein, lass. Nee, generell diese Wege meine ich. Also nicht die Tatsache, dass es... Nee, es reicht eh nicht. Also nicht die Tatsache, dass wir es so nennen, sondern diese Wege generell zweifle ich gerade die Sinnhaftigkeit an. Hält denn der Bus davor? Warte mal kurz. Hält denn der Bus davor? Ja, natürlich hält der Bus davor. Easy. Okay. Und wie ist es bei unserem Park? Da hält er direkt die Monorail. Da hält die Monorail. Oh. Ja, das ist schon sehr schick. Also du kommst hier direkt rein und das ist hier schon... Oh, guck mal, da laufen aber voll viele Leute. Ich glaube, die wollen halt nicht unseren Pfad, ne? Das ist schon... Also es ist schon ordentlich. Nur die laufen halt nicht in dem Pfad. Jetzt weiß ich aber, wie du wolltest. Ach, ich würde aber echt gerne so eine Sightseeing-Tour machen. Wenn ich ehrlich bin. Depot für Sightseeing-Busse. Das müssen wir halt aber... Oh, hier gibt's fancy. Ah, okay, das ist jetzt Interest Points. Ah. Das heißt, wir müssten... Das heißt, wir machen eine komplett durch Hafen City. Dann genau, eine Bustour am Hafen lang. Ja. Wir müssen aber noch mehr so Zentren machen. Weil eigentlich nach Gallien ist da irgendwie doof. Park mit Bäumen ist anscheinend voll attraktiv. Ich verstehe nicht, warum. Ja, weil dann Gallien ist. Ja, aber der Bus soll nicht nach Gallien fahren. Der soll schon hier am Hafen lang fahren. Dann machen wir ganz normal Hafen City. Wollen wir jetzt erstmal das geiler machen und dann die Touren anbieten? Also erstmal, wir können auch erstmal die Touren anbieten, dann haben die Leute und dann können wir es noch geiler machen. Ja, also du meinst mehrere Kurse halt. Also einen, der halt nur hier am Hafen fährt. Nö, wir können ja sagen, da wo jetzt die Spots sind, da kommen wir nachher garantiert noch mehr. Es wird noch spottiger. Oh, aber was sie sich angucken müssen, ist auf jeden Fall unser Umsteigezentrum. Die wollen da echt hin. Genau. So lustig wie das ist. Warum können wir das dann nicht am Umsteigezentrum machen? Ja, wir starten hier. Genau, wir starten hier. Oder machen wir es am Hafen direkt, wenn die Schiffe ankommen? Hier, auch da. Auch hier. Das ist das Haltestellen. Okay, dann machen wir das doch jetzt mal alles. Komm, fangen wir mal an. Am Hafen. Das Depot irgendwo hinsetzen. Und zwar, das kann er hier irgendwo in das Dingszentrum. Da, Depot. Ja. Okay. Das Sightseeing-Busse besendigt der Augenweide. Ja. Ganz kurz Sightseeing-Busse. Gibt's so, was ist ein Sightseeing-Bus? Sowas wie ein Doppeldecker. Ja, aber gibt's den hier? Wo ist das gelistet? Oh, in London. So London-Busse. Wo ist das hier gelistet? Wir werden es später sehen. Weil ich habe Angst, dass es das nur so 30 Kapazität-Dinger-Shit da ist. Okay, Haltestelle. So. So, da oben Gallien. Können wir eine Extra-Tour machen? Das ist die Gallien-Special-Tour. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen hier, wir starten am Umsteigezentrum. Richtig. Warte mal, wie kommen die denn dann straßentechnisch? Das passt schon irgendwie. So. Nee, hier ich glaube, da sind nur Bahnen. Nee, aber muss immer eine Straßenverbindung haben. Dann sollen die hier über die Straße dann da rein und dann kommen sie da runter. Okay. Also. Hier ist cool. Ja, ich kann nicht ganz so optimal halten, aber hier ist in Ordnung. Damit er es ein bisschen abseits hält vom Rest. So, dann nehmen wir natürlich, hier ist einfach, das ist einfach... Der hotteste Shit der Welt. Das ist richtig hotter Shit. Dann können wir gleich beide Dinger hier bedienen. Dann, das ist anscheinend nicht so der hotte Shit. Das Stadion. So, das Stadion könnte man eigentlich mehrfach anfahren. Oh, das ist... Also eigentlich müsste man hier einmal davor halten, vor dem Ding und dann noch am Stadion. Drin. Genau, am Stadion selbst. So, und dann fährt er wieder raus. Dann können wir schon auch durchaus hier... Nee, das ist zu... Doch, aber das ist hier unser Stein-Ding. Da muss ja diesem Stein... Dann lass doch oben an der Straße halten, dass sie da runterlaufen können. Direkt an der Straße. Ja, so. So. Dann gehen wir zum tollen... Ach, da kann er direkt hier am Hafen. Ja, richtig. Weil das hier ist halt irgendwie für das... Nee, lass ihn zum Hafen, damit er die Touris mitnehmen kann. Die vom Schiff. Ja. Hier. Ja. Da das... Oh. Nein, dann mach doch erst die Richtung und dann ich so seh's. Rum. Hier und dann halt da. Da und dann können wir ja wieder zu. Ja, und dann zurück. Zurück zum Naturkundemuseum. Können wir ja oben stimmt, lang. Stimmt, ja. Oben lang.
Oh, nee, das will er nicht wegen... Ah, da kommen wir nicht gescheit raus. Ah. Nee, da kommen wir nicht gescheit raus. Okay, dann einfach unten weiter. Und dann wieder raus. Da braucht er hier aber nicht mehr halten. Soll das denn überhaupt alles nochmal anfahren? Das ist ja irgendwie sinnlos, Nö, oder? Wir können zum Turi-Trendvulkan hochfahren. Dann machen wir hier nochmal... Warum? Nee, der muss halt zurückfahren. Nee, der muss... Das ist eine Hin- und Zurücklinie. Ach so. Die muss in beiden Richtungen halten. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt quasi... Das wäre jetzt die Linie. Okay. Jetzt Linie 1. So. Die Frage ist, was für Fahrzeuge er nimmt. Sightseeing-Bus. Wie viel der Kapazität... 30, das ist ein Witz. Ist egal. Kannst du ja kurz ändern, wenn er dann da Budgetkontrolle aus. Wie viele Leute brauchen wir denn? Wie viele Sightseeing-Busse fahren denn? 1, 2, 3... was denkst du, wie viele Leute? Keine Ahnung. 4. Es pendelt sich doch noch ein. Ja, 4 wäre schon sinnvoll. Ja. So, und dann... Und jetzt kann ich den... Ist das euer Ernst? Ach, das ist echt ein Doppeldeckerbus. Ja. Ja, und da passen 30 Leute... Natürlich passen da 30 Leute rein. Mhm. Klar, natürlich passen da 30 da Leute rein. 200? 150? 150. Da kostet trotzdem nur 800, ja. Passt schon. Warum Fahrzeuge default? Also irgendwie ist da irgendwas falsch. Ach, die ist es nicht einkategorisiert. Okay. So, und jetzt eine neue Linie. Die kommt vom Turi-Trendvulkan. Ich kann die nicht bearbeiten. Du hast nicht auf Übernehmen geklickt. Doch, habe ich. Nein. Ich habe auf Übernehmen gedrückt. Wie viel war da vorher? Sowas oder so. Ja. Übernehmen. Hat immer noch 30. Das ist für die Neuen, die spawnen wahrscheinlich irgendwie. Da eh keiner mitfahren will, ist das eigentlich okay. Wir können auch eine vom Turi-Trendvulkan ausmachen. Josh? Ja. Turi-Trendvulkan? Ja, genau. Die dann noch Gallien mitnehmen, würde ich sagen. Und dann noch auf die linke Seite von Hafen City. Alter, weil Finne, die stopp. Wir haben jetzt echt ein riesiges... Sterbeproblem. Die haben ja aber auch echt nichts in die Richtung. Wir haben einen Friedhof. Nee, haben die nicht. Die haben da den letzten Friedhof. Oh, dann... Ach so, Gallien stirbt aus. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Was zu erwarten war. So, Turi-Trendvulkan. Alter Finne, das ist doch nicht normal. Wir haben gar keine Straße nach Gallien. Ja, dort muss über eine Straße hingehen. Halt über dieses fancy Ding da. Okay, aber wir fahren dann von Gallien aus... Oder fahren wir von unten Hafen City aus? Wir machen jetzt hier so ein Ding, wo wir nur Busse lang dürfen. Wir machen hier so eine Auffahrt, wo nur ein Bus lang darf. Der dann hier quasi wieder zurückfährt. Wir brauchen jetzt ja was, wo der... Warte mal, wo waren hier die fancy Shit-Teile? Hier kann man auch halten. Das heißt... Was müssen wir noch abgrasen? Den linken Alter, Teil von Finne. Hafen City. Ja, den Zoo. Das können wir später machen, das ist eine separate Linie. Aber wir brauchen den linken Teil von Hafen City, den müssen genau, wir noch abdecken. Genau, der linke Teil und das hier. Ja. Das ist natürlich also im Frage. Prinzip so. So, da kommt so eine kleine unterirdische Straße, wo dann halt nur der Bus lang fährt. Boah, eine unterirdische Straße zwischen Turi-Trendvulkan ja. und Gallien. Nein, der muss schon was Highspeed-mäßiges rein. Also erstmal geht das als normaler Weg und dann kann der Bus aber richtig anfangen. Dann dreht er richtig auf richtig. Hier. Ich wollte gerade sagen, das war doch aber schon unterirdisch. Nein, war es nicht. Okay. Ich dachte, das wird gleich unterirdisch. Das ist natürlich blöd jetzt. Jo. So, gleich unterirdisch. So. Unterirdisch, habe ich gesagt. Der macht es nicht. Manu. Jetzt. Nee. Nein. Ach, ah, okay, der Weg geht nicht unterirdisch. Ups. Der geht nicht unterirdisch. Den darf man nicht unterirdisch machen, glaube ich. So, dann können wir jetzt eine Straße machen. Da kommt er direkt so eine Straße hin. Aufpassen, der Park. Oh nee, easy. So. Und das ist jetzt eine Direktverbindung zwischen hier und denen, die sich beschweren, dass sie sterben. Gewerbegebiet. So. Und das darf jetzt aber wirklich nur, ganz der wichtig... Der biegt nur links ab. Nee, nee, vor allem... Ja, ist ja richtig, weil so, das ist ja. eine Einbahnstraße. Da dürfen es aber nur... No wo sind denn und nur Busse. Fahrzeugbeschränkungen. No Fahrzeuge.
Der Rest darf da LKWs. Durch. No LKWs. So. Das gleiche machen wir hier am Anfang quasi auch. No LKWs and no Fahrzeuge. Also just Buses and Taxis and so, so shit. So. Das wäre jetzt halt der optimale Ausgangssituation für die sterbenden Menschen. Nee, wo soll die denn starten? Die starten in Hafen City links. Links? Rechts? Ja, wenn die. Nein. Ja, von da. Von andersrum links. Hier kann man. Hier ist so ein ZOB. Hier kann man schön anfangen. Genau. Dann fangen wir hier an. Dann nimmt der das damit. Die ist jetzt nicht ganz so attraktiv, die Linie. Ja, aber ist das egal. Muss attraktiv werden. Da kommen dann einfach Leute attraktiv. Hin. Und dann kommen da Menschen hin und dann. Dann, echt da oben muss man schon auch gewesen sein. Ja. Das hätte man auch auf dem Rückweg machen können. Ist egal. So, hier. Dann muss ja irgendwie nach da oben. Ah, das Tor. Ist schön. Ja. Mehr ist da aber auch nicht. Dann machen wir irgendwie da. Ja, nicht ganz da. Hier. So, und dann da ins Gewerbegebiet. Gut, aber wir können ja erstmal rein und dann wieder raus. Ja. Ja. Gallien halt, ne? Das hier auch noch. Fancy Shit. Ist das? Nee, das ist nicht fancy genug. Nee, das ist nicht fancy. Gallien halt, das muss man gesehen haben. Aber wie der manchmal diesen Index berechnet, was jetzt attraktiv ist und was nicht, finde ich echt seltsam. Ich finde den Bahnhof und den Big Ben interessant. Ja, genau, den da müssen wir noch hin. Ja, aber da will ja keiner aussteigen, dann das finden wir alle doof. So, dann machen wir hier halt wieder zurück und zurück brauchen wir das halt nicht mehr mitnehmen, dann machen wir. Dann wird später bestimmt dann hier was fancy entstehen. Ja. Ja, da wird irgendwas fancy entstehen und dann... Da oben noch. Da entsteht auch mal was fancy ist und dann sind wir da. Genau. So, und da machen wir jetzt mal... Ist das euer Ernst? Da kommen eher so drei Busse, hätte ich jetzt mal gesagt. Apropos Buslinie. Ja. Okay. Wir können die Farbe ja auch mal anders machen. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt irgendwie Liniendetails... Also, das heißt, Linie 1 wird... Die kann man so lassen. Okay, aber die zweite muss man dann anders. Halt... Okay, also die Sightseeing-Linien sind jetzt nicht ganz so der Heavy-Shit, wie es aussieht. Gut, dafür gibt es aber auch kein eigenes gescheites Ding. Weiß oder rot, wie so London Buses? Ja, so. Ja, London Buses. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier, vor allem, das ist ja irgendwie, hier ist es ja voll attraktiv irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum wir sterben zwar dauernd Menschen. Wir sterben jetzt viel zu viele Menschen gerade. Wir haben eine Sterbewelle. Ja. Das ist uns vorher schon leider aufgefallen. Wir bräuchten vielleicht aber noch einen Friedhof, der das Ganze nochmal abdeckt. Am Ende der Straße. Genau, den man dann quasi optional entleeren kann. Den kann man schon hier machen. Ja. Da kann er schon da sein. Und wenn die Sterbewelle rum ist, müssen wir den wieder entleeren und dann wieder umgekehrt. So. Irgendwie wird das schon. So. Ihr verlasst langsam auch, aber das bildet sich langsam wieder zurück. Das wird... auch langsam. Es wird immer weniger Gebäude verlassen. Vor allem, das sind Gebäude verlassen und daneben bauen Leute. Ja. Ja, ich will auch nicht in das alte, ranzige Gebäude vom Karl Gustav rein. So, das ist auch verkehrstechnisch voll in Ordnung und ja, die sterben jetzt alle ein bisschen. Das geht aber schon. Guten Morgen zusammen. Audrey Gray. Ja. So, guck mal, der Schneibesteiner Forst wird auch. Ist der echt auch attraktiv? Wollen wir mal generell, soweit ist der noch attraktiv? Also Sightseeing und Dings ja quasi gleich. Ah, okay. Wir wollten das Dreitier machen. Genau, Dreitier. Die Frage ist halt, was ist noch so touristisch in der Nähe? Also das könnten wir eigentlich von dort aus irgendwie anbieten, aber da gibt es ja keine Direktstraße. Nee, wir haben keine Straße. Das haben wir noch nicht, weil wir die Kachel nicht haben. Lass, bevor wir wieder ein Chaos machen. Wirklich, Schatz, nein, wirklich. Von was willst du mich schon wieder abhalten? Ich weiß noch gar nicht, von was du mich abhalten willst. Ich hatte noch gar keine Idee und du willst mich schon davon abhalten. Was? Ich habe mir noch gar nichts ausgedacht und du willst mich einfach aus Prinzip schon mal davon abhalten. Ja. Ich dachte, dass wir die Palmenwiesen und den Palmenwiesen aus... Ja, was ist denn da? Wo zum wollen da Leute hin? Dingsen. Das ist, da ist ja nichts. Das ist voll abtratri... innen drin. Wenn ich aber hier halte, nicht mehr. Das hier ist anscheinend voll der Heavy Shit. Das können wir später machen, wenn wir die Kachel gekauft haben. Genau. Ich weiß immer nicht genau, warum und warum es hier gerade so windet wie Hölle, aber gut. Gewerbegebietsnachfrage. Wir können das eigentlich schon mal hier unten wieder reinstecken, oder?
Und wir kriegen ja dann langsam wieder Plus-Leute. Ich stecke ja, das schon mal hier unten rein. Wie sieht's denn mit Arbeitern aus da unten? Können die dir überhaupt welche brauchen? Ja, muss einfach, ne? Ich kann es nicht ändern, muss. Hä, aber die sagen gerade, doch, die sagen Arbeiter. Nee, die sagen, die haben keine Kunden. Ja, ja, Kunden. Aber hier hinten ist halt auch noch nichts, ne? Das ist jetzt halt noch so ein bisschen. Wir können ja auch ein paar Leute hier hinbauen. Leute, wenn hier Leute wohnen, willst du wohnen, wo nebenan die Touristen bis 23 Uhr Party machen? Oder 23 Uhr Anfang Party zu machen? Dann sagt C-City Skylines, fick dich, aber so richtig. Ja, das wird schon langsam. Also werden wir hier jetzt dann bald unseren coolen Shit da immer hinbauen. Wir wollten noch erst die fancy Gebäude bauen. Genau. Um die Nachfrage jetzt ein bisschen mitzunehmen, habe ich mir gedacht, ich baue hier so ein bisschen einfach für die Nachfrage, ne? Damit die Nachfrage so ein bisschen... Wir können auch zwischendrin mal sagen, dass wir das Tourgebiet kurz auflösen. Hier zum Beispiel. Und dass wir mal Menschen wohnen. Dass wir einen normalen Strang von normalem Gewerbe machen. Das wäre eine Idee. Dass wir quasi ab und an, auch für die Touris, ist ja manchmal wichtig, dass sie Supermärkte haben und sowas. Ja. Ich halte das für eine ganz sinnvolle Angelegenheit. So, wenn da Wasser ist... Dann hätten die auch Kunden. Vielleicht. Das wird hier und dann bauen die sich da hin und dann könnten wir hier quasi so zwischendrin halt mal dieses kleine Eckchen... okay, wie es aussieht, brauchen wir auf jeden Fall... Achso, ups, es war an. Ich habe es nur aus... Ich hab's falsch schon gemacht. So, dann können wir hier natürlich durchverbinden, dass die sich hier nicht beschweren. Und da unten haben wir kleine Gebäude. Und dann können wir uns dann nämlich dann parallel dazu, während die sich ja weiter aufbauen, können wir uns halt darum kümmern, dass unsere Stadt attraktiv, also unser Viertel hier attraktiv wird. Verstehst du? Damit hier so parallel und so. Parallel. Aber die Menschennachfrage würde ich gerne halt mitnehmen. Weil das wäre halt ganz schlimm, wenn wir das halt quasi schleifen lassen würden. Noch einmal hier und dann... Ja, wir bräuchten schon wieder eine Kreuzung. Direkt hier. Neben der U-Bahn, ja. Ist da eine Ampel? Natürlich ist da eine Ampel. The Ampel. The Ampel and the Trampel. So. Ganz kurzer Auslastungscheck. Hier hinten ist nichts, aber das ist normal. Ja. Pendelt sich ein. Wie die Pendler. Morgens, wenn sie in die Bahn steigen. So, so, da kann man auch wohnen. Jo. Da muss nachher noch ein bisschen Baum hin, wegen Lärmeschutze. So, leider muss ich euch hier ein paar Büros andrehen, weil, ne, sonst ist es hier ein bisschen sehr laut. Und ansonsten könnt ihr euch hier gemütlich einnisten. So, ein bisschen kleine Gebäude. Können wir da Gebäude. Jetzt ganz kurz noch Baumis an die Strecke machen? Baumis, damit die nicht genau... Von Lautstärke her, ne? So. Und da können auch noch ein bisschen Leute wohnen. Baumis. Kannst sind auch gerne hier deine und da großen und Baumis überall. Machen. Wir machen von allem was. Okay. So, wir nehmen den Pinsel ein bisschen größer. Dann machen wir erstmal, fangen wir mal damit an. Dein. Und dann kommen meine Lärmschutzbäume so quasi dazwischen. Oder auch nicht, weil der Pinsel sagt. Du hast wieder die gleichen Bäume genommen. Ups. Deswegen ist da nichts gewesen. Ja, okay, so sieht das schon anders aus. Siehste. So. Und so sieht Lärmschutz aus. Warte mal, da müssen wir ein bisschen einzeln ein bisschen nachhelfen. So. Ne, weil so wirst du, wird man da doch schon schön. Das stimmt. So, da ist jetzt mittelmäßig viel Nachfrage. Wir müssen. Ich würde mal kurz die Nachfrage noch komplett mitnehmen. Das hier ist eigentlich fertig, da kann man nichts dran machen. Nee. Man kann. Oh, wir können einen Luftballon hinten neben dem Typ machen. Das heißt, ein Strich und dann so ein großer Ballon. So? Nein, ich dachte von der Straße aus. Nee, nicht von der Straße. Ach so. Okay. Können wir auch. Direkt von hier dann halt, ne? Ja. So. So, weiter hoch. Dann können wir über den Smiley nämlich noch drüber einen Ballon machen. So, und das ist dann ein brauner Ballon. So. Kannst gerne noch größer machen. Nee, wegen, guck mal, wegen Radius. Und der hält ihn halt fest. Der hält ihn fest. Mit dem Fußweg. Mit, ja, wollte auch gerade sagen, schon mit dem Fußweg, weil alles andere wäre ein bisschen dumm. So, mit dem Fußweg, direkt hier dazwischen. So. Genau. Apropos Fußwege, das müssten wir hier auch noch ganz dringend implementieren. Ja. Und das ist eigentlich hier ganz gut, bis auf das da. Entfernung zu gering. Ich werde da wohl hier einen Fußweg bauen können dürfen. Wollte gerade sagen. Ja, der Baum war im Weg. Der Baum muss weichen. Bäume müssen weicher werden.
So. Was wollen wir denn in den Luftballon reinmachen? Erstmal Wasser. Ja. Überall. Ach so, ist eigentlich schon. Ja, nee, außer da oben halt. Was habe ich denn? Warum bin ich so vorausschauend? Wer bin ich das? Da kommt ein großer Park hin. Dieser große Park. Der große Park mit Bäumen. Nicht großer Spielplatz, Park mit Bäumen. So. Oder von unten. Okay. Ja, dann so. Müssen halt auch Leute rein. In den Park, in den Ding. Ja, ich dachte, das wird Wohngebiet. Ja, aber die versammeln sich um diesen Park herum. So. Und dann können wir oben. Ach, wir haben mal, aber noch keine sogar. Leute eingeteilt. Ich weiß. So, auf dem Weg dahin könntet ihr eigentlich recht einerseits shoppen. Genau, und auf der anderen Seite so. Und da so ein bisschen halt Pufferzone, da kann ich jetzt nichts dran genau, ändern. Genau, und dann kannst du volle Kanne so Wohnung rein. Also hier kommen harte Wohnungen. Und wenn wir noch mal brauchen, dann können wir noch an der Seite ein paar kleine. Hier kommen harte Wohnungen, da kommen dann kleine Wohnungen rein später. Aber mit ein paar vereinzelten Shops. Ach komm, lass es doch gleich immer triggern, damit die sich hier schon mal einfach ausbreiten können. Die bräuchten irgendwann mal wahrscheinlich ein bisschen ihr eigenes Dings hier, ihr eigenes Nahverkehrssystem, weil das ein Ticken weit nicht ist vielleicht so viel, immer sonst zum Laufen. Wieder so laut. Aber mal gucken. So, und hier drumherum wohnt ihr dann in so. Ist das noch Öko? Nee, na, wahrscheinlich nicht mehr. Danke für die Nachfrage. Danke. Außer Gallien gibt's kein Widerstand. Doch, das Anfangsding. Ja, egal. Ah, aber für das Anfangsding war es der Vorteil, dass wir, ich kann einfach mal, ich zieh's einfach mal. Nicht so ganz, da kommt doch noch. Ach ja, das können wir alles wieder wegmachen. Stimmt. Ja, genau, das war so mein Arbeiterviertel. Das funktioniert aber auch. Guck mal. Wohnblock halt. Genau dafür, wo es da ist. Räumung beendet, dann mach du mal weiter hier wieder mit. Ach so, ich muss die Räumung machen. Okay. Ich muss wieder anfangen, hier meine Sterbedings da. Jetzt ist das Sterbe fast wieder weg. Jetzt muss ich gleich wieder anfangen, die quasi zu entleeren, die Gebäude. So, das funktioniert auch. Ja, das Folgenende wird eigentlich auch ganz gut funktionieren jetzt an der Stelle. Dann machen wir das dann doch machen einfach. Nächstes wir Mal haben doch direkt sehr hier, erreicht. Genau. Und dann hier noch ein paar so kleine Pärkchens. Die sterben hier immer noch, aber die haben jetzt hier einen neuen Friedhof. Ganz kurz würde ich mir gerne. Warum fährt da wirklich, also unterm Strich, ganz ehrlich. Fährt da keiner mit. Das ist nichts. Also der kann sowieso weg. Nee, war das der mit 0 oder mit wie viel war das der? Ja, wow, also du kannst auf jeden Fall weg. Nee, also meint dich da. Du kannst auf jeden Fall weg. Ist es eine süße Idee irgendwie wahrscheinlich um da. Oh. Oho. Nächste Woche, nächstes Mal steht das Spiel an. Genau. Ansonsten, wo wollen wir uns denn hinstellen? Was haben wir denn gemacht? Also eigentlich können wir Tour. Ich würde schon gerne Touribusse angucken, einfach weil es Sinn macht, ne? Wollen wir dann nach Gallien? Ich gucke, wo Touribusse halt rumfahren. Welche findest du denn schöner? Das ist auch so ein Takt, ey. Das ist ein Witz. Ich fände London ganz süß. So, vorheriges Fahrzeug. Vorheriges Fahrzeug. So viele sind hier gar nicht. Ist irgendeins schön, auch im Licht. Naja, das ist ein bisschen blöd. Nächstes. Ja, das ist sehr kompliziert. Das ist schön im Licht. So. So. Shit. Okay. So, so London, Sightseeing, Buses are now in the town where I was born. Ach, irgendwie so. Ja, so sah es gerade gut aus. Warum ist alles so hoch, Mensch? Ich will nicht in das Gebäude. Ich will einfach nur. Du hast selber so hoch gebaut. So. So kann man das gucken. Sightseeing-Bus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Tschüss.